Stadtverordnetenvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich bin erstmal Ali Timuschin dankbar, dass er dargestellt hat, was es bedeutet, als Geflüchteter hierher zu kommen und einer solchen diskriminierenden Maßnahme zu unterliegen. Es gab schon mal den Versuch, solche Bezahlkarten einzuführen, und es hat ja nichts damit zu tun, dass das Leben einfacher werden soll und dass man da jetzt halt so eine schicke Karte hat und bargeldlos bezahlen soll. Machen wir uns nichts vor. Diese Gesetzesänderung ist das Ergebnis einer Stimmungsmache von rechts, der einige Parteien in dieser Bundesregierung nachgekommen sind. Und es führt dazu, dass die Stigmatisierung und die Abwertung von Menschen, die Schutz suchen in unserem Land, weiter betrieben wird. Und man tut so, als wenn diese Menschen was Unrechtes begehen würden. Und das ist das Hauptproblem bei der Einführung dieser sogenannten Bezahlkarte. Es geht dann nicht um das Acht. Und deshalb ärgert es mich auch, Frau Kalbacher, dass Sie sagen, die Bezahlkarte, da brauchen wir gar nicht drüber reden, weil das lohnt sich nicht, das sind ja so wenige. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, dass es jetzt in Kassel gerade wenige sind, sondern es geht darum, dass ein solches Prinzip, ein solches System eingeführt werden soll. Und nein, wir würden diese Petition, diese Eingabe nicht ablehnen, weil sie ja sowieso nicht zutrifft, sondern wir werden dieser Petition zustimmen, weil sie einen richtigen Punkt beschreibt. Und dann ist es zweitrangig, ob das im verwaltungsrechtlichen Sinne unsere Zuständigkeit ist. Ich finde, und das finde ich, Herr Vollmer, ist auch nochmal an Ihre Adresse gerichtet. Es ist ja nett zu sagen, wenn wir es einführen müssen, dann machen wir es so, dass es keiner merkt. Es ist gut, die Idee ist gut, und wenn es wirklich so ist, dass eine Kommune gezwungen wird, dieses Verwaltungshandeln umzusetzen, dann ist es natürlich am besten, es so zu machen, dass die Diskriminierung so milde wie möglich ausfällt. Aber viel richtiger wäre es doch, politisch Position zu beziehen und zu sagen, nein, Kassel hat sich als Stadt und als Stadtgesellschaft dazu verpflichtet, gegen Diskriminierung und Ausgrenzung vorzugehen. Wir haben Beschlüsse dazu gefasst, wir haben Einrichtungen geschaffen. Und deshalb wollen wir nicht, dass mit dieser Bezahlkarte eine kleine Gruppe von Menschen in eine Sonderstellung gebracht wird, diskriminiert und losgestellt wird, aufgrund falscher Unterstellungen. Da wird ja behauptet, diese Menschen würden massenhaft Geld ins Ausland überweisen und würden irgendwelchen Unsinn mit den paar Kreuzen machen, die sie zugestanden haben. Das ist einfach Quatsch. Die großen Verschwender unserer Steuermittel, die sitzen noch an ganz anderen Stellen. Die FAZ schreibt über 1,2 Milliarden hinterzogener Steuern durch Steuerflüchtlinge. Warum diskriminieren und brandmarken wir nicht diese Personen? Da hätte der Staat mehr davon und es wäre unglaublich viel gerechter. Hören Sie auf, damit zuzulassen oder helfen Sie mit als Stadtverordnetenversammlung gegen solche Diskriminierungspläne vorzugehen. Wir sollten uns politisch positionieren und wenn das Verwaltungshandeln aufgezogen wird, das am wenigsten Schädliche draus machen. Aber die Positionierung, finde ich, die sollten wir uns alle nicht erinnern.